Sexy lady, what would you do if this goes right, girl? If everything goes how we planned it to. Bei was? Warte, bist du Makler, Bruder? Ich jetzt? Ja. Für was willst du denn maklern? Warte, was ist Juri? Er fragt für was? Um mir die Wohnung zu vermakeln, Bruder. Ich kann bis 100.000, Bruder. Bis 100.000, Juri. Ja, das geht, Benji. Ja? Ja, lass machen, Bruder. Können wir machen, Digga. Ja, okay. Ja. Hey Benji. Ja, Bruder? Hörst du mich, Bruder? Ja, jetzt, Bruder. Ey, bist du so equipped, Bruder, ne? Ja, ja. Ja, denkst. Ich weiß nicht, ob man da rein muss. Doch, muss man, Bruder. Ja, dann scheiß doch drauf. Bruder, ich springe eigentlich immer über das Drehkreuz einfach durch, Digga. Wenn die korrekt sind, so, weißt du? Ja. Lass Nein, riskier nicht. Aber dann, ich weiß nicht, Benji, Bruder. Mir ist egal, ich kann einfach schon mal rübergehen, wenn ihr wollt. Ich guck nach, ob da viel los ist oder nicht, dann kann ich rüberjumpen. Boah, ich muss mal aber abchecken, oder wie man Makler hat, ne? Schließ nur immer ab, Bruder, ne? Und mach nur immer Motor aus, Bruder. Jetzt. Ja? Nee, ich würde maklern oder so, ne? Ja, normal. Der Herr. Ja, bitte? Kommen Sie mal wieder hierher. Ja? Warum gehen Sie schon wieder darüber? Dankeschön. Trick 17, Bruder. Sie wissen aber, was das ist. Ja, kann ich rausgehen dann? Maßnahmen, Sie darüber hüpfen. Ja, dann leg ich die Pistole jetzt weg. Ich werde sie jetzt einmal durchsuchen. Oh nein, Digga, mach nicht die Filme! Ey, lass mal meinen Bruder in Ruhe da hinten. Oh, Digga, Bruder, lass mich doch einfach die Pistole weglegen, wa? Jetzt bleib doch stehen. What are you waiting for? Okay. You got me lost in the clutch of you. Hey, mach jetzt die Tür auf, ihr Motherfucker! Hey, sonst werde ich sterben! Komm, nimm mal die Hände hoch, Digga. So ein Shepherds, Junge. Kannst die Tür vorne aufmachen, wa? Ja, die Tür ist verschlossen hier, wa? Ist halt schon dumm, ne? Ach, ihr seid dumm, Digga. Fuck doch nicht ab, Digga. Lass mir doch meine verfickte Waffe weglegen, Junge. Der vom FIB. Ja. Hören Sie mal. Das Ding ist, ich wollte das hier ganz entspannt klären. Ich wollte meine Waffe wegpacken gehen, ne? Wollte das normal klären. Die Leute meinten zu tasern. Ich will jetzt hier nichts irgendwie, ne? Meine Jungs hier hinholen, dass wir hier so fett eskalieren lassen oder sowas. Wenn Sie wollen, zwei liegen hier verletzt da. Bieten Sie mir jetzt einfach eine Möglichkeit an, dann lasse ich mich hier stellen, dann könnt ihr destabilisieren, dass Sie nicht ins Koma fallen. Aber kommen Sie mir da entgegen und danach, scheiß drauf, dann stelle ich mich mit erhobenen Händen einfach mit dem Rücken vor Sie hin oder so. Dann muss das hier nicht eskalieren so. Aber dann können Sie ja vielleicht mit den Herren da reden, sodass man nicht direkt tasern muss. Ich wollte ja nur mal reden.